Am Wiener Michaelerplatz wird seit mehr als 450 Jahren die hohe Kunst des Reitens zelebriert. Bei der täglichen Morgenarbeit stehen Gymnastizieren und Lockerungsübungen im Vordergrund. Wir warten jetzt auf die Pferde, dass sie herübergebracht werden, und dann bereitet man sich vor und sitzt auf. Und wie fühlt sich ein Bereiter vor der Morgenarbeit? Ja, gut, ich freue mich drauf. Das Reiten macht Spaß und ich freue mich auf jedes Pferd, das ich reiten kann. Wichtiger Bestandteil der Morgenarbeit vor Publikum ist klassische Musik. Ich glaube, das ist für beide sehr angenehm, für die Zuschauer, weil sie natürlich schöne Musik hören und dadurch auch ruhiger sind, sich auch ein bisschen ruhiger benehmen. Und das ist für die Pferde wichtig. Ich glaube, dass die Arbeit mit den Pferden ganz generell Spaß macht und Freude macht. Die sind so unterschiedlich in ihrem Charakter und in ihrer Art wie Menschen. Doch ohne Fleiß kein Preis. Die Ausbildung für Pferd und Reiter ist lang und umfangreich. Naja, der Reiter beginnt hier relativ jung, weil die Ausbildung natürlich selbst 10 bis 12 Jahre dauert. Fürs Pferd dauert die Ausbildung ein bisschen weniger lang, sage ich mal. Die lernen schneller, sind offensichtlich intelligenter als wir. Und wie interpretiert ein Bereiter der Spanischen Hofreitschule den Begriff Reitkunst? Das ist eine breite Definition, aber ich glaube, Reitkunst ist, wenn man sich wirklich blind versteht mit dem Pferd. Doch nicht nur die Pferde, auch die historischen Räumlichkeiten und die Geschichte prägen die Spanische Hofreitschule. Wir, die Spanische Hofreitschule, sind 452 Jahre alt. Das ist natürlich ein beachtliches Alter und man ist stolz drauf. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, aber ich glaube, eine Tradition ist dann spannend und wird dann attraktiv, wenn man diese Tradition mit Inhalten aus dem Zeitgeist erfüllt. Wir versuchen, indem wir unseren Ball etabliert haben, den Sommerball, das ist eine ganz, ganz alte Tradition, weil schon die Maria Theresia hat hier Bälle gefeiert. Aber dazu versuchen wir eben zu zeigen, ja, uns gibt es heute auch, wir entsprechen der Wiener Balltradition. Und mittlerweile erobern auch Mädchen und Frauen die ehemalige Männerbastion. Ich habe mit 5 Jahren begonnen zu reiten und ich wollte nur eines, ein Pferd haben. Dass dann irgendwann einmal, wenn man älter ist, diese Position draus wird, das kann man ja weder sich erhoffen noch erwünschen. Das ist ein besonderes Glück. Und welche Glücksgefühle beschreiben die Hofreitschule am besten? Ich glaube, da gibt es 2 Worte. Das ist Schönheit und Harmonie. Die Spanische Hofreitschule ist Mitglied bei Wien Products, eine Exportinitiative der Wirtschaftskammer Wien.